Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Wupp, wupp. Wir haben das letzte Mal mit... Wie heißt er noch? Charlie, wusste ich's doch. Haha, der gute Charlie. Wir haben zuletzt versucht, an Kippen zu kommen. Allerdings kriegen wir die hier nicht. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, um an sie heranzukommen, denn sie stecken fest. Und das heißt, ich suche jetzt nach irgendeiner Art von... Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwas, um das aufzubrechen. Was? Nein. Ja, das ist wieder dieselbe doofe Cutscene. Hallo, kann ich das... Bitte. Ich habe wirklich einen Scheißtag. Und du machst es schlimmer. Kann ich das nicht abbrechen? Ja, das tut mir leid, Leute. Das konnte ja keiner ahnen. Ne? Auf jeden Fall hier, ne? Der Charlie. Jetzt ist so das Feuerzeug wieder aus. Ach, wie schön. So, den Zettel hier haben wir uns schon angesehen beim letzten Mal. Oh, ja. Okay, das Danke, lieber Gott, haben sie nicht übersetzt. Also nicht synchronisiert, schade. Bringt uns der Barmann jetzt um? Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Ich glaube, das wird nicht gut enden. Ich glaube, gleich kommen Quicktime-Events. Schrotthafen. Gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Oh, shit. Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip. Und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Hä, das war... Ja. Hä? Bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Hä? Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Hä? Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Vor allem, wie er ihr nicht antwortet, weil hier irgendwie... Ich weiß nicht, ob jetzt die Info nicht richtig mitgeladen wurde, dass er halt... Hä? Was ist denn das? Ey, Alter, ich spiele schon wieder 2 Minuten 17 und schon die erste Logikkrücke am Start. Was ist denn das? Sie hat ihm doch eine Frage gestellt. Jetzt gibt's einfach einen scheiß Schnitt und die gehen. Was ist das für ein Spiel? Verdammt, ich kann so nicht arbeiten. Und was war das hinter ihm? Ja, danke, da war's nochmal. Danke für den billig versuchten Jumpscare. Und du bist ein Klon von dem anderen. So. Das habe ich genug gesagt. Danke hey, fürs Zuhören, Mark. Ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten. Wir nicht mehr drehen sagen durfte. Schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Ich muss Soll kurz... ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Ey, ich dachte gerade, das sei ein blöder Zufall, weil sie das so machen, dass sie ihm ins Wort vielleicht fällt. So. Aber der Ton ist wirklich im Arsch hier. Oh mit Gott, Kleinigkeiten ist beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach. Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Über den Job witzeln, ernsthaft, es war nicht das Richtige. Ich habe keine Ahnung, sind wir mal zynisch. Ich habe abgelehnt, weil du dann allein mit Charlie gewesen wärst. Für wie fies hältst du mich? Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, lassen wir das. Toll. Lass mich die Kamera holen. Oh ja, es ist viel lustiger. Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Ja, dann wasch dir doch mal die Haare. Tipp von mir. So, enthusiastisch, Jamie könnte Lampen aufbauen. Beruhigend, du siehst nebelig gut aus. Enthusiastisch. Jamie könnte für uns Licht aufbauen. Nein, ich will nicht mehr warten. Ich will vor dem Essen was drehen, sonst hängt mir Charlie den ganzen Abend in den Ohren. Und ganz ehrlich, von Jamie habe ich die Schnauze voll. Wer ist denn jetzt Jamie? Verstehe. Mark, warum lässt Ach du alle so. Denken, ich hätte Schluss gemacht? Die waren mal zusammen. Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Begeistert, goldene Stunde, los geht's. Zögerlich, kann ich dir was sagen? Was will er ihr denn sagen? Das will ich jetzt wissen. Bevor wir... Hör zu, kann ich was sagen?
Wir haben abgemacht, professionell zu bleiben. Ich bin froh, dass ich dich verlassen habe. Also tschüss. Kannst du auch nicht einfach so ankommen und mich therapieren. Ich... Okay, hast recht. Das war unfair. Tut mir leid. Okay. Wir müssen das nicht diskutieren. Arbeiten wir einfach. Hey, er wollte dir doch gerade was sagen. Ernst, die Trennung ist schwerer als gedacht. Verständnisvoll, du hast recht. Tut mir leid. Nö, ernst. Ich kann... Das ist echt viel schwerer als gedacht. Ich wollte nicht der sein, der... Ich zitiere... Du musst die Realität akzeptieren, dass... Das einfach nicht funktioniert. Klingelt da was? Nur weil ich das gesagt habe, will ich das noch lange nicht akzeptieren. Streng dich mehr an. Oh Gott, aber zum Glück sinkt die Beziehung zu ihr. Oh, los, die ist so meine Kackbratze, du suchen bisher, und anfangen. Ne? Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Oh Leute, guckt mal, wie die das jetzt auch wieder gemacht haben. Genau das meine ich. Guck mal, sie haben gerade so eine Diskussion über ihre Trennung und bla bla bla. So, sie geht aus dem Raum, Schnitt. Und der Schnitt setzt an, möglichst neutral zu der Situation davor. Was ich verstehen kann, weil das ist alles, die Dialoge sind Baukastenprinzip, es ist einfach so. Aber das muss doch irgendwie gehen, dass das flüssiger und anders kommt. Sie kann doch jetzt nicht in einer völlig anderen Emotion zu ihm sagen, so, dann machen wir jetzt los. So, also, oh, ich verstehe es nicht. Meine Arme sind nicht kurz. Und die reden jetzt völlig wieder ganz anders. Gerade noch so, oh, es ist doch schwer, dass wir uns wohin? Getrennt haben, bla bla. Auf dem Balkon sehe es gut aus. Ach, wir gehen nochmal in das Zimmer. Weg nach oben. Halt die ne? Schöne Frau. So. Hier ist die neue Wohnung. Reicht fürs Erste. Max Kamera, um nach Motiven zu suchen. Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, ja. So kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Ja, ist mir auch scheiße. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, sieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Er hat ein Foto dabei. Von sich und seiner... Und er legt es wieder auf den Boden? Ich bin im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder... Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Junge. Ja, du hast wohl recht. Ich guck gerade noch mal nach Bildern, falls wir hier was übersehen. Können wir hier da so morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Darauf kriegt er keine Antwort. Spinne ich jetzt? Wir kamen doch aus dieser Richtung. Sag das doch nicht jetzt schon. Die Falle schnappt doch erst später zu, verdammte Scheiße. Ach so, das weiß er noch nicht. Und dieses obsessive Atmen ist übrigens wieder die Figur und nicht ich. Also für alle, die sich das fragen. Oh, eine angelehnte Zimmertür. Geil. So, schauen wir mal. Wir können hier nirgendwo rein. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich will ein bisschen spannern gehen. Ach so, Flur, ne? Bilder gucken. Sind aber immer dieselben. Ich hoffe, euch ist noch nicht schlecht geworden bisher. Was haben wir denn hier? Ach, hier können wir hochgehen. Und die Mucke wird anders. Ah. Oha, okay, hier können wir irgendwas aufmachen. Hier können wir auch was öffnen. Moment mal, ich soll hier aber perfekte... oh Gott, nein, Hilfe, Hilfe, okay, oh Gott. Ach, jetzt steht sie hier, oder was, hä? Okay, also es muss ich gar nicht unten hin, oder was, es geht eh nach oben hin. Moment, dann gehen wir erstmal nach unten, dann klären wir das nach und nach, so rum. So. Hä, wieso? Hä, die Tür war doch... Scheiße. Moment. Kann ich hier den letzten Punkt laden? Scheiße. Ach Mann, jetzt habe ich das Zimmer verpasst. Ach, das ist doch Kacke. Moment, Leute, das müssen wir kurz beheben. Es tut mir leid. Ich dachte, das sei... Habt ihr das auch gerade gesehen, wie die Zimmertür wieder aufging? Ich schneide das raus, wenn das zu lange dauert. Dann tue ich so, als wäre das nie passiert. So. Ich dachte
schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. So. Ja, du hast wohl recht. Jetzt aber, da morgen er ausscheidet, ist es... Wow, was wird das? Wird nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Hä, wieso mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Hä, wieso So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Was für eine dumme Sau. Wieso steht die dann in ihrer halb offenen Zimmertür? Hä, das sah aus wie eine Einladung. Blöde Kuh. Gott sei Dank haben wir uns getrennt von der. Das hält ja keiner aus. So, gehen wir erstmal hier hin. Hallo! Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Oh Gott. Also sollten wir vorsichtig sein. Oh ja. Scheiße. Das hat mich zu Tode erschreckt. Mich nicht, ehrlich gesagt. Aber okay, vielleicht passieren da noch mehr ganz unheimliche ja, Dinge. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat, wie bei Teenagern? Mhm. So, was ist das denn hier? War er der Teufel? Die Wahrheit hinter Amerikas erstem Serienmörder, Joseph Morello. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert und keiner hat ihn mehr gefesselt als Haha Holmes. Haha! In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion, um Beweis für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas erstem Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre für Morello-Fans! Real Killer Magazine. Wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Wupp, wupp. Also hier ein Bestseller, Leute. Den müsst ihr alle lesen. Besorgt euch den. So, was ist hier? Hallo? Aha. Wow. Was ist das? Das weckt Erinnerungen. Diese Maus, die immer in der Schule im Bild habe ich lauter ist. Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Ja, es sah bestimmt dein Tisch auch so aus, als ob man da mit einer Axt drauf geschlagen hat oder was das sein soll. Also für mich sieht das ein bisschen komisch aus. Sieht tatsächlich aus wie, ja, könnte so ein bisschen so ein Axtschlag sein, ne? Oder mit so einem Beil oder sowas. Hm. Da hat jemand gedacht, hack, hack, hack. Ich hacke mich durch diesen Tisch. Schau mal hier. Mark kann sein Einbeinstativ anziehen, um höher gelegene Gegenstände zu erreichen? Hä? Moment. Ach hier. Jetzt machen sie aber schon so ein bisschen so einen auf Obscure, ne? Wow, ich kann fangen! Wahnsinn, Leute! Geburten, Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni in White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni in White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Monday oder so ähnlich, geben die stolzen Großeltern George und Irene Monday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Waylon bekannt, der am 11. Juli, nee, Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Moment, da kann man doch immer noch blättern, oder? War das nicht irgendwie... Kann ich hier blättern? Nö. Ja, dann halt nicht. So, dann legt das... Alter. Ich wollte gerade aus Witz sagen, dann legt das doch einfach auf den Boden. Ah, da ist der Balkon. Okay, oh, das sieht hier aber verdächtig aus. Moment, können wir hier weiter öffnen? Nee, 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 das machen wir nicht. Aber das hier sieht trotzdem verdächtig Sieh aus. Sieh dir die Tapete an. Nee, das möchte ich bitte nicht. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich wollte gerade sagen, hast du das Haus ich mal angesehen? Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Nee.
Achso, Moment. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht ein... Oh. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder? Special Agent Monday? Oh, von dem haben wir gerade die Geburt gelesen. Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Nein. Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Übrigens verfault doch alles. Fäulnis. Das ist es. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Ja, das ist doch schön. Wahrscheinlich sind die Leichen alle unten unter dem Haus irgendwo. Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, übrigens, ich habe währenddessen mal ganz kurz diesen Serienmörder gegoogelt. Den gab es wirklich, aber es ist... gut, Wikipedia ist keine glaubhafte Quelle, ne? Aber er ist anscheinend nicht der erste Serienmörder. Wir brauchen bloß einen Weg durch. Aber du hast doch deine super lange Teleskopstange. Damit kannst du doch alles machen, oder auch nicht? Was ist denn das oben hier eigentlich? Was ist das? Ach so. Ach Gott, wird das so eine Nummer dann, oder wie? Junge, okay. Ach so. Es muss einen Ausweg geben. Ja, ja. Ich sehe einen Hoffnungsschimmer. Das singe ich jetzt hier nicht, weil es passt nicht hier hin. Jetzt kommt ein Jumpscare auf dem Rückweg, weil sich das einfach so gehört. Okay, jetzt kommt kein Jumpscare auf dem Rückweg, weil sie sich einmal dachten, ha, wir sind schlauer als das. Hier hinten ist was. Was denn? Da kommt jetzt ein Jumpscare hier an der Tür, weil sie sich dachten, ha, damit rechnen die nicht. Kann nicht Charlie oder sowas Türen knacken? Kann ich das fotografieren oder was soll ich jetzt machen? Moment, dann nehmen wir doch einfach mal die... So. Warte mal, stell dich doch mal hier hin. So. Nee. Nee, irgendwie alles unscharf. Das ist ja meine Aufgabe. Finde einen guten Standort zum Drehen, finde einen Weg zum Balkon im ersten Stock. Oh. Fast übersehen. Okay. Ein weißer Rahmen. Okay, also ein guter. Okay, das sieht aber eigentlich nach einer schlechten Idee aus, ne? Also man ist irgendwie auf einem Gebäude oder so und Charlie springt da offensichtlich, ich weiß nicht, klettert da vom Dach oder irgendwas? Keine Ahnung. So, aber was ist denn, was müssen wir denn jetzt hier tun?
Muss ich hier irgendetwas sehen? Nee, da drüben hängt ein Schlüssel. So, aber wer sagt uns denn, dass das der vom Balkon ist? Muss ich das mit der Kamera dann ranzoomen, damit ich das sehe? Hier so, oh, so jetzt habe ich es fotografiert, geil. Oh, guck mal, die Olle steht doch gerade so schön. Hier, guck mal, so. Hä, was war denn das jetzt für ein Foto? Für ein Geräusch. Gut. Kann ich hier denn hoch? Nee. Ich fasse es nicht. Wir stecken halb fest, aber na, noch nicht. Man muss hier irgendwo. Diese Spiele sind zum Glück nicht so ansprechend. Der guckt übrigens nach oben, weil ich mit dem rechten Stick quasi seinen Blick steuere. Und dann guckt er halt in ganz komische Richtungen, wo er gar nicht hinläuft. Kann ich die Tür nicht einfach eintreten? Oder wir müssen hier in irgendeinen anderen Raum, der quasi zu diesem führt. Das könnte natürlich auch sein, dass der jetzt plötzlich offen ist. Moment, was ist hier? Ansehen. Jumpscare? Hm. Wir sind nicht ganz allein hier. Ach so. Das ist aber schön. Hallo. Ja, das ist doch nett. Jetzt aber, Jumpscare. Och. Spielverderber. Ich raff's nicht, vor allen Dingen, was die uns jetzt hier mit sagen wollen, so. Was soll ich denn jetzt hier sehen? Also da drüben die ganzen Fläschchen oder was? Und was noch? Also gut, dieser Raum ist generell etwas creepy, ne? Sieht aus wie so eine Killerpritsche, wo man dann die Opfer festkettet und weiß nicht, Dinge tut. Kann ich mit der Ollen vielleicht sprechen? Moment mal, hat der hat doch, Moment. Kann ich mit dem hier, weil ja dunkel ist, ne? Es ist ja so fürchterlich dunkel. Kann ich mit dem in dunklen Bereichen irgendwas finden, was ich brauche? Was dann plötzlich leuchtet? Das hier wird übrigens noch ein richtiger Killer werden hier. Dieses Ding mit den Blitzen. Ich wette, wir kommen mit ihm noch logischerweise in eine ganz, ganz dunkle Umgebung, wo wir genau das einsetzen. So, nochmal ganz genau gucken. Manchmal sieht man erst Dinge, wenn man gewisse Sachen angesprochen hat. Und dann werden die quasi freigeschaltet. Wie dumm. Na, nein, das wollte ich gar nicht. Können wir die hier ein bisschen blitzdingsen? Ich kann mit ihr auch nicht sprechen, ne? Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich machen soll. Was soll ich denn jetzt hier sehen? Also ich sehe, dass dort ein Schlüssel hängt, aber... Ach, da oben. Kann ich jetzt doch hier hoch, die Leiter? Weil gerade konnte ich das ja noch nicht. Ach, ich bin bescheuert. Stimmt, die muss ja gar nicht leuchten. Ich muss einfach nur X drücken. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich wollte nur gucken, ob ihr auch aufpasst, ne? Damit ihr bis jetzt in die Kommentare geschrieben habt mit so, oh, ist die blöd, sieht die das nicht? So, das war alles nur ein Test. Hihihi, verarscht. Okay, so. Hier ist nüschte. Achso, ja. Und warum macht ihr das jetzt? Ach so, damit wir dann unten... Ach Gottchen. Den schieben wir jetzt quasi... Nein, ich will... Nein, Moment, warte. Nein, schieben. So, weg. So, jetzt schieben wir den. Und dann lassen wir den los und dann klettern wir.
Und dann klettern. Ach so, ja, nee. Nicht dummerchen. So. Nochmal. Muss bis ran. Das hatte ich nicht gesehen in der Perspektive. Das kann aber nicht wahr sein. Blind oder was? Hier, guck mal, wieso leuchtet denn die Leiter da hinten? Verdammte Scheiße. So, wie ging nochmal hocken? Ach so. Sei vorsichtig. Ja, bin ich. Achso, da geht's runter. Ich will aber gern dort drüben hin, wenn mir das so schön vorgeschlagen wird und schon so schön leuchtet, so glücklich und zufrieden. Aber den Sprung schaffe ich, glaube ich, nicht. Nee, da muss ich tatsächlich hier runter. Ist das dein Resident Evil-Style mit dem Buch da in der Mitte? Ah, er kann hier nicht runterspringen. Das ist aber schön. Da muss ich ja wirklich hier durch. Fuck. Hat er gerade wieder geschrien? Hoffentlich ist es die Olle. Ach so, hier ist eine Leiter. Okay. Die habe ich nicht gesehen. Ja, ne? Oh, ich steuere das sogar wirklich. Ich dachte gerade, das ist irgendwie so eine Billo-Cutscene oder so. Aber nee, nee. Können wir hier Klopfzeichen geben, damit die Alte sich richtig erschreckt dort hinten? Aber ich glaube, wir erschrecken uns gleich. Können wir hier hoch irgendwie? Hier können wir nicht zufällig hoch, oder? Nee, ist... Oh, warte mal. Ach, das kann ich tatsächlich... Ach so. Mhm. Ich verstehe. Moment, ist die Tür hier offen? Ach, die ist gar nicht ansprechbar. Die ist zu. Okay, ich verstehe. Das finde ich aber an sich ganz nett mittlerweile, so dieses ganze Gameplay. Auch wenn sie sich hier reichlich abgekupfert haben von Last of Us. Und was haben wir noch Schönes? Ja, also mir fällt jetzt spontan Last of Us ein. Mit diesen... Und ja, gut, Resident Evil, ja, aber das ist, das hier kann man verkraften. Das ist hier mehr Last of Us als Resident Evil, ne? Und hier kann man wahrscheinlich die Leiter runterlassen, dann muss ich wieder runter. Sollte klappen. Das Ding wieder in die Mitte Mark? Schieben. Ja. Alles gut da drin? Nein. Bin gleich wieder da. Komm doch einfach mit, dumme Sau. Aber das ist sehr offensichtlich, was wir hier tun müssen, ne? Auch wenn ich nicht immer die Schnellste bin, was das Kapieren angeht. Aber es ist halt offensichtlich und dann fühlt es sich schon wieder ein bisschen an wie ein Lückenfüller. So, wir müssen jetzt Spielzeit generieren, machen wir nochmal so ein Rätsel. Aber es ist okay, ich finde es eigentlich richtig gut, dass sowas hier ist. Wir wollen nicht zu sehr meckern. Alles gut. So, es wäre aber lustig, wenn die hier irgendwie zusammenarbeiten müssten oder irgendwas. So, es wäre vielleicht noch lustig, aber soll sich ja auch nicht anfühlen wie ein Spiel, was es nicht ist, ne? Und die geben sich ja hier schon richtig fett Mühe. Wenn der Marky Mark jetzt hier einen halben Parcours hinter sich bringen muss, um das hier zu regeln. Trotzdem folgt hier definitiv noch ein Jumpscare. Der muss hier hin irgendwo. Das Spiel hat jetzt schon zu lange ohne ausgehalten. Versteht ihr? Oh. Hier ist so schön dunkel, aber hier blinkt nichts. Schade. Die Tür ist zu. Achso, ja, das ist die vom Nebenraum. War hier irgendwas? Du schaffst das. Hör auf, dich selber immer zu motivieren. Das wirkt ein bisschen merkwürdig, ne? So, na, hoffentlich kriegst du die Tür jetzt auch von der Seite auf, ne? Ansonsten... Obwohl, nee, er kommt auch wieder zurück. Okay. Und sie sieht jetzt nur, wie er hier in diesem Raum jetzt umgebracht wird. Achso. Selbst das muss ich jetzt klicken. Balcony, yay. Geil. Gut. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte lass die Tür von der Seite öffnen. Hallo. Die steht immer noch, als ob sie in Pose ist. Komm mit, Vibe. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch.
Ach, stimmt ja. Meine Angst sagt was anderes. Na, obwohl, ist ja gut, ne? Nachdrücklich, dachte, wir hätten es eilig. Keine Sorge, du siehst gut aus. Oh. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Abgesehen von den fettigen Haaren, die sie sich hätte vor 2 Tagen mal waschen sollen, aber okay. Strähnige Haare, sagen wir es mal so. Oh, er ist romantisch, Leute. Guck mal, er ist beschützend, leidenschaftlich, aufrichtig, kindisch. Und ganz hinten kommt romantisch und auf der anderen Seite tolerant. Ach, ist das schön. Charaktereigenschaften, die man braucht im Leben. So, wir sind von hier gekommen. Das heißt, ich gehe hier nochmal hin, um zu gucken, ob die Cutscene uns scheinheilig Fundstücke entziehen möchte. Denn das passiert ja nun mal gerne. Schauen wir mal. Kurs aktualisiert. Jeff wurde im Gasraum getötet. Marys Halskette und Ring waren im Dumetz Hotel ausgestellt. Ach stimmt, wir hätten vielleicht auch was anderes bekommen können oder so. Keine Ahnung. Oder wir hätten wir überleben können mit denen? Besitztümer der Opfer von H.H. Holmes, Chicago 1896. Meine Güte, ey. Lern doch mal lesen. So. Kate, sieh mal hier. Oh. Das ist sein Hut. Sein Hut? H.H. Holmes. Fass den nicht an. Ach, fass ihn. Fuck! Alles okay? Nein! Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Okay, der war gut. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da eine Ratte drunter ist. Oder irgend sowas, aber okay. Siehst du? Okay, schön. Was ist das? Danke. So eine Art mechanische Figur? Ja. Und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Nein, wir gehen jetzt auf. Hallo? Ach Mann, ich habe mir den Rest gar nicht angeguckt, hey, ihr blöden sei Penner. Höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Energisch. Wir sind es leid, euch streiten zu sehen. Einfühlsam, Charlie, kann anstrengend sein. Nee, wir sind energisch. Wir anderen sind es leid, euch streiten zu sehen. Ich bin die Streitereien auch leid. Er ist nur neidisch. Neidisch? Ja, ihm gefällt nicht, dass ich in Talkshows eingeladen werde. Du meinst eine Talkshow? Ich meine, mich sehen die Leute auf dem Bildschirm. Also wollen sie mit mir reden. Und das hasst er. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Oh! Bitter! Er denkt, wir gehören ihm gleichgültig. Wir sind... Also sind Regisseure nun mal. So sind Regisseure nun mal. Das ist ihr Job. Sie haben eine Vision. Dafür braucht man ein großes Ego. Das also stimmt bin ich einfach still und halte die Kamera. Also deshalb muss er noch lange kein Arschloch sein. So. Man, aber versetz dich mal in seine Lage. Über 40 und noch immer kein großer Durchbruch. Hm. Kate, diese Show ist der größte Erfolg, den er je hatte. Stimmt wohl. Ist euch mal aufgefallen, wie auch dieses Beziehungssystem nicht funktioniert? Ich sage ja Dinge, die sie nicht aufregen, die sie nicht persönlich angreifen, die halt mehr so ein bisschen Kompromissbereitschaft zeigen, so dass sie halt das alles nicht so eng sehen soll. Aber die Beziehung geht die ganze Zeit ins Negative. Da sieht man auch, wie gut das ausgearbeitet ist. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Na, ein Glück. Enttäuscht, ich dachte, wir gehen gemeinsam verständnisvoll. Hau ab, solange du kannst. Jetzt machen wir ein schlechtes Gewissen. Ich schätze, ich dachte, wir gehen gemeinsam als ein Team. Ja, ja. Mark. Du willst das hier nicht. Oh. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre.
Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Kate? Mark? Halt die Fresse, Charlie! Essenszeit. Seid ihr nicht hungrig? Ja, wir kommen. Wir hoffen, Toll. Du erstickst. Hat er uns gehört? Offensichtlich. Was ist das denn jetzt hier? Oh. Oh, wird da was zugenäht? Mund? Hä? Das ist doch kein Nähen gewesen. Oh, Augen? Ich habe keine Ahnung. So, aber wie dieses wunderschöne Abendessen verläuft, das sehen wir alle zusammen erst im nächsten Part, ihr Lieben. Ich denke, mein Gemecker seid ihr schon gewohnt, deswegen entschuldige ich mich dafür auch nicht, denn das ist alles aus meiner Sicht begründet, was ich hier sage. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist nicht nur ein Spiel zu spielen und sich berauschen zu lassen oder hier ein bisschen bespaßen zu lassen, sondern wir dürfen uns ja auch kritisch damit auseinandersetzen. Und dieses Spiel reiht sich leider meines Erachtens nach sehr in die Tradition seiner Vorgänger ein, an Bullshit und unzusammenhängenden Gebrabbel. Aber das macht's auch schon wieder witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mich dann lieber ein bisschen lustig drüber. Alles gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt's soweit und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.